Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 6 to the Sky. Und wir haben wieder gestreamt und es ist einiges passiert. Joe hat zum Beispiel hier die Basis von, ich kann nicht zoomen, von dem Ding fertig gebaut und das da hinten erweitert und hier eine krasse Anlage gebaut, die ihr bei ihm im Video sehen könnt, was er da macht. Ich habe in der Zeit ein bisschen im Stream ein bisschen Deko gebaut. Ich einerseits hier diese Plattform, das ist noch nicht so wirklich, ja, aber es ist halt eine Basis, ne? Ich sehe gerade, ich sollte vielleicht hier nochmal die Baumfarm neu anpflanzen. So. Für noch mehr Holz. So. Das wird natürlich noch alles schöner, aber es ist mal so eine Grundform. Und hier in diese Ringe, die sollen noch ein bisschen natürlich ausgebaut werden und so weiter. Auch diese Brücke soll nicht einfach nur so ein Ding bleiben, ist klar. Und hier in die Mitte soll so ein Kristall, aber in groß, aus Blöcken nachgebaut. Keine Ahnung, ob ich das so einfach hinkriege, aber ich denke mal, wenn ich das richtig sehe, dann ist das jeweils, der mittlere ist 4 Pixel groß und die anderen 6, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 7 oder so. Sollte reinpassen, aber werden wir mal im Stream machen. Dann machen wir einen und dann kopieren wir den einfach auf die anderen Seiten. So, und das war das erste, was ich gebaut habe. So, dann gehen wir mal ein Ründchen Schlaffin. Ach ja, und ich könnte mal wieder ein bisschen Silizium machen. Fällt mir gerade wieder ein. Das ist nämlich ständig leer. So. Denn ich habe sehr, sehr viel Silizium verbraucht, weil ich sehr, sehr viele Computerchips verbraucht habe. Denn ich habe an der ME-Insel weitergebaut und die sieht aktuell so aus. Na, das ist der aktuelle Stand. Wir haben hier oben Skystone-Blöcke. Wir haben hier schwarzen Alabaster. Ist sehr schön in meinen Augen. Können hier runtergehen, das ist innen. Und hier sind die ganzen Crafting-Prozessoren, die am Ende unsere Crafting-Rezepte verarbeiten. Hier unten ist die Batcave, weil die ist halt voller Bats. Wobei, das ist ja auch schon eine Batcave. Genau, da ist der Kern, den kennt ihr ja. Und ja, hier ist auch alles schwarze Alabaster. Und hier hängen dann die Units draußen so dran. Und so sieht das dann aus. Ne? Also ist schon besser. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, vor allem hier. Ich weiß noch gar nicht, ist irgendwie, ich weiß noch gar nicht, was wir hier so machen. Ob ich das hier so hochziehe und dann wie so eine Kuppel in der Kuppel, aber die geht dann so. Und dann ist hier unten so eine Kuppel, aber oben schaut dann die Kuppel raus. Ob das was wäre oder ob wir einfach eine Wand machen oder einfach nur einen Zaun oder ob wir einfach hier auch wie so eine Kuppel machen, dann bis hier und dann aber hier offen und dann kommt das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist so der aktuelle Stand. Und da unten wurde mir jetzt gesagt, ja, probier mal RF-Tools-Sheets aus. Leuchten die? Ich dachte, die leuchten nicht. Aber wir testen das im nächsten Stream einfach mal. Ist vielleicht eine Idee. Aber die müssen natürlich leuchten, sonst sieht das weird aus. Genau, soweit so gut. Hier sind Prozessoren drin. Das passt soweit, das läuft jetzt wahrscheinlich auch wieder. Genau. Da haben wir halt einiges verbraucht. Und unsere Chorus Fruits sind auch gewachsen. Die müssen wir mal kurz abschlagen. So. Und dann pflanzen wir eine neue. Und das Schöne ist jetzt, was wir jetzt tun können. Und zwar, ich habe hier so eine Anlage gebaut, die Endstone herstellt. Aus Glowstone. Das können wir eigentlich jetzt mal stoppen. Hier geht Lava rein, Glowstone wird zu Endstone. Finde ich nice. Könnte man groß skalieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das halt Verschwendung. Denn wir brauchen eigentlich nur 4 Popped Chorus Fruits.
Und dann bekommen wir Purpurblöcke. Und Purpurblöcke waren ja das, was man braucht, um mit Pedestals das zu machen. Das heißt, Pedestal. Ein billiger Pedestal. Dann Purpurblock. Und dann brauchen wir eigentlich nur einen Cobblestone Generator. Das heißt, wir brauchen einen Lava-Eimer. Bucket. Genau, ach ja, den hier haben wir geupgradet, übrigens, den Smelter. Und zwar von Uran auf Superheating Element. Und der hat jetzt 60 Heat statt 30. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der hier Lava produziert wird, ist schon enorm. Ne? So. Dann Pedestal. Und da packen wir jetzt rein ein Cobble-Generator. Operating Speed Normal. So, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, wie man das beschleunigt. Nee, wurde öfter gesagt, mach doch auf 20-fache Geschwindigkeit. I see. Verzauberungen. Okay, haben wir ein Enchantment Table? Enchantment Table? Enchanter? Wer ist denn da? Doch, Enchanting. Ach, Enchanting Table, alles klar. Ich nenne den einfach immer noch falsch. Alles gut. Kein Leder. Wilden Wing. Davon haben wir doch eine Menge. Hier, Fledermausflügel, zack, Leder. So, ein schönes Buch mit Fledermausleder. Ist, glaube ich, optimal für einen Enchanting Table. Matrix Enchanting Table. Was ist das? Kann man nicht bauen. Schade. Okay. The Secrets of Enchanting. So, dann setze ich den erstmal irgendwo hin. Auch mal ohne Bücherregale, passt schon. Ich will das hier nur testen. Eterna Quanta Arcana. Okay. Speed. 27, 3 Level, Power Range, hatte neue Item Enchantability. Doppelter Speed. Ist nett. Eigentlich wollte ich nämlich einfach einen Speed machen, von dem her ist doppelter Speed ganz nett. Weird. Ich glaube, wir müssen eine eigene Insel mit Pedestals machen, wo dann nur die ganzen Pedestals hier stehen und Zeug für uns produzieren. Und die sind dann alle mit Dingern angeschlossen. Jetzt müssen wir gut verstecken, die Dinger dann, ne? Ich meine mit Storage Interfaces. So, und jetzt packe ich das Ding. Ne, packe ich nicht. Ich muss in die Offhand nehmen. Zack. Das Ding da dran. Und wir produzieren jetzt unendlich Endstone. Perfekt. So, dann brauchen wir verschiedene Blöcke. Und zwar, wir brauchen Kompressor. Zwei Stück. Dann ein. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das ein Auto-Compressed Hammer? Ja. Auto-Compressed Hammer. So. Eins, zwei. Okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Das sind 2 Compressed Hammer und dann brauchen wir noch einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 Compressed Hammer. Compressed Hammer. Und ich habe mich wohl verzählt. Okay. 1, 2, 3. Auto-Compressed Hammer. Zack, 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 zack. Und Auto-Compressed Auto-Heavy-Sieve. Ja. 2 Stahlblöcke. Wir haben genug Stahl. Ein Glück. Das hat, glaube ich, Joe gemacht. Und dann haben wir das. Dann brauchen wir Pipes. Das da. Und dann bauen wir hier kurz wieder mal provisorisch. Ach ja, hier ist alles provisorisch. Eine kleine Verarbeitung hin. So, es wird compressed, dann gehämmert, dann compressed. Und dann gesiebt. So. Wobei ich glaube nicht, dass ich hier großartig irgendwie Geschwindigkeitskram reinmachen muss. So, das ist das Basic Universal Cable. Basic Universal Cable. Eieiei. Fürchterlich sieht das aus. Ah, der wird das gut leer ziehen. Zack, Compress. Ich meine, ich kann ja hier. Ja, nee, aber es ergibt keinen Sinn. Langfristig zieht er das eh leer. Ah ja, hier 2 Hammer rein. 2 Hammer rein. So, Compressed Crushed Endstone. Der geht hier hoch. Kein Mesh. Jetzt ist die Frage bei Endstone. Crushed Endstone. Bei Diamond Mesh, Coarse Flower, Ender Pearl. Bei Iron Mesh, Ender Pearl. Coarse Flower, Ender Pearl. Bei Emerald, bei Netherite, Unobtainium, Ender Pearl und Coarse Flower. Perfekt, genau das wollte ich. Das heißt, wir brauchen Netherite Mesh. Netherite Mesh. So, Diamond Mesh. Emerald Mesh und dann ein Netherite. Und dann wo ist unser Daser? Zack, zack, Netherite Mesh. Und dann packen wir das hier rein. Und von hier wird das dann wieder übertragen. Hier ins Netz, ne? Ne, der saugt raus. Okay. Schauen wir mal. Ob wir das irgendwie einigermaßen hinkriegen. Jetzt, wo wir fliegen können, das ist natürlich sehr viel leichter als vorher. So, lassen wir das mal ein bisschen durchlaufen, bevor wir das auf Raussaugen stellen. Also wir haben schon 12 Enderperlen, das ist gut, eine Menge Chorus Flowers. Das heißt aber auch Enderpearl, Chorus
schlauer. Wir müssen das hier in die Drawerwand einspeichern. Und da ist eigentlich jetzt schon kein Platz mehr. Was sagt die Anlage hier? Ist schon wieder irgendein Item? Nee, ist jetzt ganz gut. Es hat sich letztens hier wieder was angestaut. Und zwar Azure Silver Ingot. Aber dass Sachen von Microsoft sich anstauen, ist jetzt nichts Neues. Drawer. So, da ist der Controller. Das heißt, wir können easy das dahin packen. Dann Upgrade. Chest. Okay, Holz ist aufgebraucht. Dann holen wir neues. Das hier vorne ist halt immer noch nicht angebunden. Ist aber nicht schlimm, weil ist ja nicht die endgültige Produktion. Weil die endgültige wird dann natürlich vollautomatisch sein. Also sie funktioniert extrem gut. Viel besser, als ich dachte. Das heißt, wir können das dauerhaft so benutzen. Aber es muss halt ein bisschen automatisiert werden. So. Das wäre auch abzusehen. So, machen wir mal noch ein bisschen eine Erweiterung hin und dann quantifizieren wir das Ganze hier noch. Okay. Das kann ich hier rein. Jetzt wartet ihr nur drauf, hier verarbeitet zu werden. Ja gut, das Unobtainium müsste dann eigentlich auch hier rein, ne? Wenn wir realistisch sind. Und dann müsste das hier rein. So. Ja, hauptsächlich Enderperlen sind jetzt noch das Problem, würde ich mal denken. 4 Unobtainium Pieces, okay, das sieht gut aus. Gut, aktivieren wir mal die Absaugung. So, Enderperlen landen jetzt hier drin und gehen nicht raus, ne? Ja, okay. Das dachte ich mir. Deshalb, zack, rein da. Enderperlen, fertig. Nee, das muss ich nicht noch irgendwie konfigurieren. Sehr gut. Was steht da? 1,7 von 2 Billionen Items. Ah ja. Gut. So, jetzt müsste Unobtainium hier drin bleiben. Weil ich dem nicht erlaubt habe, dass das da rein darf. Aber ich erlaube es ihm jetzt. Das heißt, Unobtainium müsste bei der nächsten möglichen Gelegenheit hier durchgearbeitet werden und dann kommt ein Unobtainium Ore Chunk raus. Perfekt. Und diese Unobtainium Ore Chunk muss da drüben rein. Und zwar Drawer. Das ist ein Stone Drawer. So. So ist das korrekt. Und Unobtainium. Und Quantifying. So. Und jetzt brauchen wir aber noch Upgrades. Dafür brauchen wir Draw. Dann Upgrade Templates. 44, sehr gut. Und dann mal 20 davon und
Void Upgrades, wo sind sie denn? Da, Void Upgrades. 10 davon. Ich glaube, es bringt noch nichts, irgendwie was anderes reinzupacken. Zwar schon vorbereitet, aber komm, wir packen die mal hier rein. Ich habe gerade überlegt, ob ich die auch schon vorbereite, aber ich weiß noch nicht, auf was wir das alles genau vorbereiten wollen. So, ein Unobtainium Ore Chunk nach wie vor. So, das Hauptproblem an der Anlage ist jetzt, dass nicht genug rumkommt, ne? Das heißt, wir brauchen doch ein paar mehr Bücher. Warte mal. Ah, der hat Emirates für uns getradet. Das ist sehr freundlich. Wir sollten ihn öfter mal ausleeren. Ich weiß gar nicht. 11.000 Emirates, eigentlich komplett irrelevant, aber ist er trotzdem nett. Einen Auto-Trader oder zumindest einen normalen Trader bräuchten wir. Und zwar einen Librarian. Und der möchte ja wahrscheinlich. Was will ein Librarian? Ein Bookshelf, ne? Denke ich jetzt mal. Machen wir den mal. Nicht hier ein Komposter, man weiß es nicht. Aber die Eisenform funktioniert auch. So. Stellen wir den Trader mal hier hin. Dann packen wir den Villager rein. Dann packen wir. Nein. Okay, ich muss den scheinbar erst zu dem Librarian machen. Bin ich gerade lost? Ich bin ja auch gerade lost und das ist gar kein. Das ist doch ein Bookshelf, oder? Ach nee, ist es nicht. Oh Gott, bin ich dumm. Es ist ein Lektern. Okay, der möchte zum Bett. Okay, das heißt, wir gehen mal kurz. Aber kann ich dann vielleicht doch das da machen? Ah, okay. Kann ich. So, und jetzt kann ich einfach Bookshelves von dem kaufen für Emeralds. So, Deal ist aufgebraucht. Erstmal. Habe ich irgendwas zum Verzaubern? Okay, 24 ist aktuell noch das Limit. Aber wir sind nah dran. Furrowing, okay. Laternen. Die sind zur Deko eigentlich ganz nice. Emerald. Inksacks für Emeralds. Andersrum wäre mir lieber. Volley. Komischer Typ. So, das ist natürlich mit Tradern oder vielleicht sogar Autotradern dann übelst overpowered, ne? Autotrader für Villager mit einer Emerald Farm ist halt schon ein bisschen krass. Aber da sehe ich mich. So, ich glaube, jetzt können wir. Was konnte ich verzaubern? Das da, ne? Okay, 30 Level. So, dann machen wir jetzt nochmal das Ding hier raus.
Wie mach ich das Ding da eigentlich raus wieder? Vielleicht brauche ich da diesen Stab. Pedestals. Kann ich das mit dem Linking-Tool wieder rausnehmen? Okay, wir machen mal einen neuen. Buckets. Ich nehme mal ein bisschen mehr Lava mit. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. Cobblegen. Und ein paar Books wären auch gut. So. Ich meine, wir haben ja ein paar Level und jetzt schauen wir mal. Pedestal Speed 3. Pedestal Speed. Aber es geht theoretisch bis 9. Aber vielleicht ist 3 das Maximum, was man so kriegen kann. Sechsfache Geschwindigkeit. Wartet mal. Wahrscheinlich muss ich dann Cobblegen. Ich vermute mal sehr stark, dass das der Way to go ist. Pedestal Speed 3. Und Capacity. Nicht schlecht. Dann nehmen wir so ein Anvil. Oh. Ah, das geht nicht. Okay, es geht dann wahrscheinlich nur mit einem Buch, ne? Aber hier auf Pedestal Speed zu kommen, ist ja... Was auch immer das hier alles ist. Ist ja irrsinnig. Ich nehme mal nur den Pedestal Speed 3. Oder vielleicht einfach abbauen. Oh. Pedestal Speed 3. So, sechsfache Geschwindigkeit hat er jetzt. Ja, okay, der macht jetzt schneller, als die Pipe rausziehen kann, wenn ich das richtig sehe. Ah, ne, die Pipe ist nicht eingestellt zum Rausziehen. Ich glaube es trotzdem schnell. Okay, pass auf, dann zack. Und leer. So, der macht. Der macht. Der macht. Und in der Zwischenzeit haben wir jetzt schon nach wie vor ein Unobtainium, 200 Coral Flower und 131 Enderperlen. Was gut ist. Disenchanter. Ich will das nochmal kurz ausprobieren. Was macht der dann? Macht er das, was ich denke, dass er macht? Irgendwie nicht so ganz, ne? Oder es braucht einfach riesig viel Energie.
Das Disenchanten. Okay, das müssten wir nochmal genauer rausfinden. Machen wir einmal hier eine Runde neues Uran. Also Blöcke nehme ich nicht, weil das ist dann, so viel Uran haben wir dann doch nicht. Vor allem braucht Joe für sein Fusionskraftwerk extrem viel Uran. Da will ich ihm nicht alles wegnehmen. Dann machen wir einfach immer mal wieder ein bisschen was rein. Und dann kann die Anlage wieder ein bisschen laufen. Und wieder ein bisschen was verarbeiten. Das ist auch schön. Da ist er auch schön. Genau. Ah, genau, hier hinten ist eine Sandsteinproduktion. Da habe ich auch den ersten Fluxpoint mal hingesetzt, den wir haben. Und ja. Ich würde sagen, lassen wir den Bums mal laufen und dann gucken wir mal, was da demnächst so an Material rumgekommen ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann und tschüss.